So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich, Ihnen heute nochmal unser Management im Publizieren vorstellen zu können und zu dürfen. Und ich werde beginnen mit der Vorstellung unseres Forschungszentrums, weil das die Datenproduzenten sind, damit Sie im Nachhinein verstehen, was wir unseren Wissenschaftlern dafür gebaut haben. Haben Sie Geduld, es sind nicht allzu viele Folien, die dieses allgemeine Thema betreffen. Wir sind also eine Gründung vom 1. Januar 1992 und damals waren wir Forschungszentrum Rossendorf, unterdessen heißen wir Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf. Seit 2011 gehören wir also zur außeruniversitären Forschungsgemeinschaft Helmholtz. Wir sind derzeit 1200 Mitarbeiter und darunter 500 Wissenschaftler, die alle ganz fleißig publizieren und uns viel Arbeit bescheren, über die wir uns natürlich freuen. Wir sind in verschiedenen Standorten tätig und bieten unseren Service im hauseigenen internen Netz allen Wissenschaftlern an, die zu uns gehören. Was machen wir so alles? Wir sind also ein kleiner Gemischtwarenladen. Wir machen sehr viel Verschiedenes und entsprechend verschieden sind die Publikationsergebnisse. Auch die Daten sind entsprechend verschieden, große und kleine Daten. Und wir beschäftigen uns mit Energie und forschen im Bereich Energieeffizienz, Materialien und Ressourcen. Speichern und vernetzte Infrastrukturen und auch das Thema nukleare Entsorgung ist bei uns noch ein aktuelles Thema und das sollte es wohl auch so bleiben. Krebsforschung sind wir sehr aktiv, da haben wir auch einen zweiten Standort hier in Dresden, das ist Oncure an der Medizinischen Akademie und Materie von Materie zu Materialien und Leben, also sind in der Materialforschung auch sehr aktiv und unsere Physiker sind da auch im Publizieren sehr fleißig. Was haben wir, wo produzieren wir unsere Daten, die wir dann am Ende publizieren wollen? Das sind das Zentrum für Hochleistungsstrahlenquellen Elbe. Das ist ein Beschleuniger mit verschiedenen Strahlungen, die da erzeugt werden zu verschiedenen Experimenten. Und dieses Großgerät wird auch von internationalen Wissenschaftlern sehr intensiv genutzt. Das heißt also, wir erhalten Daten, die entwickelt werden, die auch von externen Gästen produziert werden, was wesentlichen Einfluss hat auf die Organisation und Struktur der Publikation von Forschungsdaten. Hochfeld Magnetlabor Dresden und Ionenstrahlzentrum ist auch international genutzt. Ich habe es extra nochmal drunter geschrieben, internationaler Nutzerbetrieb an allen Großgeräten. Das beeinflusst unsere Data Policy und unsere Publikationspolicy ganz wesentlich. Ich springe sofort von der allgemeinen zur direkten Sache, Publikationen am HCDR. So hat sich unser Publikationsverhalten entwickelt und wie Sie sehen, von den Publikationen insgesamt wurde die Datenarchivierung schon eingefordert. Das ist ja kein neues Thema. Seit 2012 haben wir jetzt die Statistik mal dargestellt. Wir haben also ein Datenarchiv, das schon immer da ist, wo auch in unserem Publikationsrepositum ein Link hinführt, das also dargestellt ist, wo liegen die Daten. Die Datenarchivierung ist erfolgt, aber nicht immer bei uns lokal, sondern auch auf Fremdservern, sage ich mal so. Im eigenen Datenarchiv liegen also Lagen bis dahin nur 43%. Und das war für uns ein Grund, ein eigenes Datenrepositorium zu entwickeln und das kompatibel mit unserem Publikationsrepositorium zu machen. Wir haben nicht beides grundsätzlich neu erfunden, sondern wir haben das Datenrepositorium mit vorhandenem Repositorium zusammengeführt. So, und was gehört alles dazu? Was muss man alles in den Topf tun, damit das Essen am Ende schmeckt? Beteiligte Fachbereiche bei uns im Haus, ist das nicht nur das Rechenzentrum und nicht nur die Bibliothek. Wir müssen also alles einbeziehen, was Einfluss auf wissenschaftliches Publizieren hat. Und
bereits vorhanden war ja das Ganze, das ROBIS ist unser Publikationsrepositorium und die Zusammenarbeit hier war schon da. Das gab es auch schon immer. Was neu dazugekommen ist, unsere Rodare, Rossendorf Data Repository genannt. Da kommt also die Buchstabenführung zusammen. Und das heißt, jetzt für die Daten, was ein durchaus anderes Herangehen erfordert als bei Textpublikation, der Arbeitsaufwand, der Betreuungsaufwand, der ist nahezu verdoppelt worden, wenn es ums Publizieren geht, sodass wir unbedingt uns personell erweitern mussten, um neben dem Kompetenzzentrum für Textpublikation auch ein Zentrum zu erweitern für Datenpublikationen. Und das haben wir geschafft. Wir sind mal ganz stolz drauf. Wir haben jetzt neben der bewährten Mitarbeiterin, die schon sehr viel Erfahrung hat in der Textpublikationsbetreuung, das sind dann ihre Aufgaben, haben wir ganz neu dazu den Data Librarian. Ich darf verraten, beide Mitarbeiter sind hier in der Runde und wer Kontakt haben möchte, darf mich fragen. Sie unterscheiden sich in einigen Sachen, aber sie grundsätzlich haben beide gemeinsam den Auftrag, unsere Wissenschaftler allumfassend im Publikationsmanagement zu unterstützen, zu beraten und alles das zu tun, damit die Wissenschaftler in der Administration möglichst wenig zusätzliche Belastung haben durch die Pflicht der Datenpublikation. Das ist also unser Ziel und ich möchte mal ganz kurz darauf eingehen, Anwenderberatung ROBIS, das ist also unser Publikationsrepositorium. Die Metadaten werden da kuratiert, damit passiert dann auch die Qualitätssicherung. Wir beraten zu Open Access und Lizenzierungsproblemen. Wir verwalten den zentralen Open Access Fonds für das ganze Helmholtz-Zentrum und natürlich machen wir Publikationsstatistik und arbeiten dem wissenschaftlichen Controlling alles zu, was es braucht. Und der Data Librarian wird ähnlich, aber nur eben nur ähnlich, auch anderes machen. Anwendung zu Rodare, dazu wird dann der Dr. Konrad was sagen. Rodare, unser Datenrepositorium. Wir unterstützen die Wissenschaftler im Datenmanagement, indem wir beratend also unseren Service anbieten für die Erstellung der Datenmanagementpläne zur Pflege der Datenmanagementpläne. Ich glaube, erstellt ist relativ schnell, aber gepflegt sein will er auch. So, und das RDMO, wem das noch nicht bekannt ist, das ist eine Software, Research Data Management Organizer, freie Software, die kann genutzt werden, um einen elektronischen Workflow den Wissenschaftlern anzubieten zur Erstellung ihrer Datenmanagementpläne und zur Führung des Projektes, an dem sie gerade arbeiten. Qualitätssicherung und Kuratierung der Metadaten ist auch Aufgabe unseres Data Librarians. Die Kuratierung der Forschungsdaten selber obliegt natürlich dem Wissenschaftler. Also wir können nicht die abgelesenen Daten aus der Strahlungsquelle Elbe kuratieren. Das müssen die Wissenschaftler selber machen. Wir können nur schauen, ob die richtigen Files abgegeben wurden, ob die Formate stimmen, ob die Metadaten komplett sind. Wir können sie unterstützen bei elektronischen Laborbüchern und schauen, ob die richtigen Daten zu uns reingekommen sind. Aber die Daten selber, Kuratierung, das ist Wissenschaftlerarbeit. So, und natürlich auch Forschungsdaten und Forschungssoftware, nicht zu vergessen, brauchen Lizenzen, wenn sie Open Access gehen sollen. Und auch das braucht Beratung beim Wissenschaftler. So, was bedeutet die Hürde, Vorschriften, Gesetze, Urheberrecht, das alles müssen wir als Mitarbeiter der Bibliothek nahezu unterm Kopfkissen liegen haben, damit wir immer aussagefähig sind, wenn Fragen kommen. Und bei uns im Haus zu den allgemeinen Vorschriften gehört noch die Publication Directive, das heißt also Publikationsordnung, also Terms and Conditions for the Storage, Access and Quotation of Research Data. Das ist ein super Name, kurz gesagt Data Policy. Wir haben also auch Vorschriften für den Zugriff auf unsere
Infrastruktur, unsere wissenschaftliche, Access to the Experimental Facilities. Die müssen alle, die bei uns messen wollen, die experimentieren wollen, praktisch lesen und zur Kenntnis nehmen und dafür unterschreiben, dass sie die auch einhalten. Und da ist einiges dazu geregelt, wie das mit den Daten zu funktionieren hat. Und dann gibt es natürlich noch gutes wissenschaftliches Arbeiten bei uns auf Englisch, auch wieder angeboten, weil wir sehr viel englischsprachige Wissenschaftler haben. Und unsere Software-Policy ist in Arbeit, auch das muss geregelt werden, weil auch Software publiziert wird. Und was wir machen, das sind alle Regelungen, werden wiedergespiegelt im elektronischen Workflow, weil alle Theorien nicht nutzt, wenn in der Praxis das nicht mehr oder weniger notwendig wird. Also ein bisschen zwingen wir unsere Leute auch, das alles einzuhalten und zu berücksichtigen, indem wir das im Workflow eingebaut haben. So, ich stelle noch ganz kurz unser Publikationsrepositum vor. Das ist ein Name, der letztendlich mehr ein FIS, also auf ein FIS hinläuft. Wir haben das unterdessen so entwickelt. Der Nachweis aller Publikationen ist ein Standard eines Repositoriums, aber wir haben Repositorium Plus. Ich wollte es nicht 4.0 nennen, aber Repositorium Plus sagt etwas, dass wir Funktionen eingebaut haben, die weit über ein normales Repositorium hinausgehen. Und zwar ist da, wir haben den Genehmigungsworkflow mit drin, wir haben die Verwertungsprüfung, also patentrelevant oder nicht zum Beispiel. Wir haben die Open Access Finanzierung integriert, das heißt im Rahmen des Eintragens ins Repositum kann der Antrag auf Übernahme zentrale Finanzierung gestellt werden. Und wir haben die Verlinkung von Publikationen zum Datenarchiv als Vorgänger zu unserem Repositorium, zum Datenrepositorium. Und jetzt haben wir dazu gearbeitet, die erweiterten Funktionen ist so, dass unsere Wissenschaftler dieses Repositorium auch nutzen können für die Erstellung von Publikationslisten, sowohl für das Institut oder für die Abteilung oder ganz privat für die eigene Vita. Und wir können mit dem Repositorium das Monitoring für das wissenschaftliche Controlling anbieten und es wird auch intensiv genutzt. Und wie wir alle wissen, Zahlen sind entscheidend in der Evaluierung wissenschaftlicher Leistung und das funktioniert hervorragend, sodass wir im Haus einen kompletten Überblick haben, wie der wissenschaftliche Publikationsoutput aussieht. Und wir haben da integriert die Langzeitarchivierung der Volltexte aller Publikationen, sofern sie uns eingereicht werden. Bei Textpublikationen, also Publikationen in Zeitschriften, ist das kein Problem, aber es ist nicht jeder PowerPoint und jedes Poster im Volltext verfügbar. Das liegt in der Entscheidung des Autors. Das war meine Rede und jetzt darf ich an Dr. Konrad übergeben. Ja, schönen guten Tag. Jetzt wird es etwas technischer. Wir treten gemeinsam auf, weil wir bei uns im Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf auch eine organisatorische Einheit sind als Bibliothek und Rechenzentrum. Ja, das ist sehr technisch, ich will Sie damit auch nicht sehr quälen. Ich will damit im Grunde nur veranschaulichen, dass man eine große Gefahr läuft, gerade bei solchen heterogenen Daten, wie wir sie haben, dass man ein riesiges Datengrab erzeugt und niemand mit den Daten etwas anfangen kann. Und wenn man jetzt die Wissenschaftler fragt, frag mal bitte die detaillierten Metadaten zu deinem Projekt oder zu deinen Daten ein, dann ist man meistens schon zu spät. Das heißt, man muss ganz früh anfangen, das ist ja bei Clarion D auch vorhin schon gesagt worden, ganz vorne beim Proposal, also wenn der Wissenschaftler den Antrag macht für ein Experiment, gibt er schon sehr wertvolle Metadaten mit. Das System heißt bei uns Gate, das ist also vollständig webbasiert und die Nutzer machen das eigentlich schon, bevor sie anreisen. Dann kommt das eigentliche Experiment, wo natürlich die Daten anfallen, aber auch schon Metadaten von den Maschinen. In dem Prozess ganz wichtig, das digitale Laborbuch. Das hat ja auch wieder zwei Komponenten. Eine Komponente ist mehr so technisch, das heißt, es können Maschinendaten aufgenommen werden, also welche Rahmenbedingungen für ein Experiment gab es. Ja, und dann gibt es auch bei diesem Laborbuch auch so eine
Social-Media-Komponente im Grunde, dann macht der Wissenschaftler irgendwelche Bemerkungen oder auch Fotos mit seinem Handy oder wie auch immer und das will er da möglichst einfach reinschmeißen. Insofern entstehen da auch ganz wertvolle Metadaten und den ganzen Prozess begleiten natürlich auch die Analysewerkzeuge und die technische Infrastruktur, das zu speichern. Das muss bei uns auch ziemlich schnell gehen. Da entstehen auch Daten im Bereich von Petabyte. Das sind also schon ziemliche Dimensionen, die wir dann auch beherrschen müssen. Und letztlich wird das dann auch mit entsprechender Software ausgewertet. Die Softwareentwicklung erfolgt in entsprechenden Umgebungen, in GitLab bei uns, wird eventuell nach GitHub publiziert, wenn auch nicht immer, oder eben auch, und das ist dann wieder wichtig, am Ende kommt alles zusammen in den beiden genannten Publikationsrepositorien für die Datensoftware und auch für die Textpublikationen und werden im Grunde dann mit den Metadaten aus dem Gesamtprozess vereinigt. Das heißt, das Ziel ist es, die Wissenschaftler von dieser aufwendigen manuellen Metadatenerfassung zu entlasten. Im Kern sind das eben vor allen Dingen neben diesen anderen Anwendungen auch die beiden Repositorien Robis als Bibliothekssystem und Rodara als Datenmanagementsystem. Interessant, wir haben das so entwickelt, dass man über beides einsteigen kann. Das heißt, es gibt den Workflow, man hat eine Publikation und hat dazu Daten oder startet mit dem Bibliothekssystem sozusagen die anzumelden, diese Publikation. Man kann es aber auch umgekehrt machen, man hat Daten, legt die in diesem Data Repository ab und dann wird automatisch der Datensatz im Grunde in diesem Publikationssystem erzeugt. Was ist der Vorteil? Also der Wissenschaftler kann den gewohnten Weg gehen, den er auch bei allen Arten von Publikationen hat. Es erfolgt ein automatischer Abgleich zwischen den beiden Repositorien. Man kann sich natürlich fragen, wozu braucht man überhaupt zwei, aber rein technisch sind das halt schon sehr verschiedene Dinge und ein großer Vorteil ist es auch, wenn man diese Software- und Datenpublikation mit in dieses normale Bibliothekssystem reinführt, dann hat man auch übergreifende Auswertungen. Und es ist ja ganz wichtig, wir wollen ja im Grunde die Wissenschaftler motivieren, ihre Daten auch entsprechend zu veröffentlichen. Und dann muss man natürlich auch diese Veröffentlichung anerkennen. Das heißt, eine Daten- oder Softwareveröffentlichung ist dann sozusagen in dem kompletten Reporting und Controlling mit drin. Und damit haben wir eine Chance, das eben auch zu zeigen, wenn es auch noch nicht ganz so zählt wie natürlich wie eine wissenschaftliche Veröffentlichung. Nur mal exemplarisch die Landingpage von dem Publikationsrepositorium, da sieht man jetzt hier rot eingerahmt den Link auf das Datenrepository mit der entsprechenden DOI und andersrum im Datenrepositorium. Wir benutzen das Invenio als Basissystem, was im Grunde vom CERN kommt und Basis auch für das Zenodo ist, was vielleicht der eine oder andere kennt. Da liegen dann halt auch die Daten, unten sieht man solche Files und hier sieht man auch wieder rot den Link dann auf dieses Publikationsrepositorium Robis. Ja, im Grunde, Zeit ist auch knapp, wir kommen zum Fazit. Textpublikationen, Forschungsdaten und Forschungssoftware müssen durch ein integriertes System verwaltet werden. Man muss diesen Gesamtprozess betreuen. Und man kann auch nicht erwarten, dass die Metadaten irgendwie manuell entstehen, sondern die muss man im Prozess von ganz früh bis zum Ende abgreifen, um dann überhaupt eine Chance zu haben, Daten so zu veröffentlichen, dass sie tatsächlich fair sind. Forschungsdaten, Forschungssoftware unterscheiden sich natürlich erheblich von Textpublikationen. Sie haben komplexe Strukturen, Versionen, ganz andere Volumina. Wie gesagt, bei uns sind das Petabytes üblicherweise auch. Sie werden von größeren Teams über längere Zeiträume bearbeitet. Also das ist mehr so ein Prozess als eine einmalige Sache und der Aufwand zur Archivierung, Reproduzierbarkeit und Nachnutzung ist natürlich wesentlich größer. Deswegen hat man gar keine andere Chance, als das zu automatisieren. Gerade die Metadaten, die müssen eben frühzeitig, kontinuierlich und systematisch erfasst werden und dürfen auf keinen Fall mehrfach vom Wissenschaftler abgefordert werden, weil der macht das dann einfach nicht. Dieser Gesamtprozess erfordert die Bereitstellung von entsprechenden geeigneten Entwicklungsumgebungen, die wiederum auch mit den Policies abgeglichen sein müssen. Das heißt, eine Policy, die nicht durch Tools unterstützt wird, ist auch nicht wirklich wirksam und wird am Ende wahrscheinlich nicht befolgt. Und mit unserem System haben wir versucht, das so zu implementieren. Wir haben da einige Jahre gebraucht, auch mit Hilfe von Drittmitteln. Wir können das eigentlich auch nachhaltig betreiben, weil wir als
gemeinsames Konstrukt, Bibliothek und Rechenzentrum, das sowohl gebaut haben, als auch das weiterhin betreiben. Das heißt, der Aufwand, das aufzubauen, war natürlich auch mit Zusatzgeld verbunden, aber wir können das jetzt auch nachhaltig weiter betreiben und damit unsere Wissenschaftler und Gäste bei der Umsetzung der FAIR-Prinzipien auch spürbar unterstützen. Vielen Dank. Vielen Dank. Gibt es Fragen an die beiden? Jawohl, hier sehe ich schon. Ja, also mich würde interessieren, und zwar das Zenodo ist ja ein zentrales Datenrepositorium, wo auch jeder Datensatz mit einer OR-CID verlinkt wird und einem Persistent Identifier kommt vom CERN. Mir ist jetzt nicht ganz klar, wo dann Ihr Datenrepositorium sich von Zenodo unterscheidet, oder ist das nur eine Maske, die sicherstellt, dass in Zenodo bestimmte Metadaten auf jeden Fall enthalten sind. Also das ist mir nicht ganz klar, wo der Unterschied und der Vorteil ist gegenüber einer Lagerung der Daten bei Zenodo. Ja, zunächst mal ist das Zenodo basiert ja auf dem Open-Source-Projekt Invenio und unser System auch. Und es ist natürlich so, dass man die Daten nicht sofort veröffentlichen kann. Und es werden auch nicht alle Daten veröffentlicht. Deswegen haben wir sozusagen ein lokales System, wo entsprechend über die Embargo-Zeiten und auch die Daten behandelt, die eigentlich gar nicht veröffentlicht werden eventuell. Und insofern ist das System bei uns hat sich auch sehr bewährt und wir sind auch Mitentwickler letztlich neuerdings von dem Invenio-Projekt, sodass wir zum Beispiel Schnittstellen wie die vom GitLab zu unserem Rodare, die haben wir zum Beispiel entwickelt, die gab es im Zenodo noch nicht. Also insofern sind wir da ganz aktiv. Ja, Wendt, Uniklinikum Leipzig. Bei den Datenpublikationen, die Sie unterstützen, sind dort auch Daten aus Projekten mit personenbezogenen Daten dabei. Und wenn es so wäre, sozusagen unterstützen Sie dann die liefernden Wissenschaftler, das auch zu prüfen, ob da der Personendatenschutz entsprechend eingehalten ist oder spielt das weniger eine Rolle? Es spielt bei uns insgesamt eine Rolle, aber wir arbeiten ja mit der Uniklinik Dresden da ganz eng zusammen und die Klinik behält eigentlich die Daten. Also wir haben ja im Grunde das so geregelt, dass die Humandaten, die im klinischen Umfeld erzeugt werden, die es bei uns tatsächlich gibt, die gibt es aber eigentlich bei uns dann doch nicht, weil die ja in der Klinik verbleiben. Und andere Daten, die entsprechend nicht mehr diesen Datenschutzanforderungen unterliegen, die können wir damit ablenken. Sprich, ja, also wir haben das organisatorisch so geregelt, dass wir diese Daten da nicht speichern. Gibt es noch weitere Fragen? Ja, wir sind ja später noch ansprechbar, genau. Jederzeit. Herzlichen Dank noch einmal.